Platzverweis. Hallo und herzlich willkommen zu Platzverweis, der Fußballsendung rund um die Wiener Stadtliga. In unserer heutigen Ausgabe gibt es zum einen einen Rückblick auf die Herbstmeisterschaft und zum anderen ein Doppelinterview mit Gersthof-Trainer Wolfgang Prochaska und Donaufeld-Trainer Stefan Jaschke. Wir beginnen auch gleich mit dem zweiten Teil unseres Rückblicks auf die Herbstmeisterschaft. Spieler und Trainer stehen uns dazu Rede und Antwort. FC Stadlauer hat 5 Punkte Vorsprung auf seine Verfolger. 33 Punkte und nur 7 Gegentreffer stehen zu Buche. Die Saison war hervorragend. Ich habe heute die Statistiken angeschaut. Also wir sind überall, wir haben die meisten Tore geschossen, die wenigsten gekriegt. Das hat keiner erwartet. Wir haben die wenigsten gelben Karten. Wir sind in jeder Liste vorne, also was soll da schlecht reden. Herbstmeister war Stadlauer jetzt schon öfter in den letzten Jahren. Wann wird es denn soweit sein mit dem großen Wurf am Ende des Jahres? Ja, vielleicht wird es heuer soweit sein. Wir dürfen oder können es erst einmal so zusammenbleiben. Das heißt, wir wollen weiter jedes Spiel gewinnen. Wenn wir weiter gewinnen, werden wir auch vorne bleiben. Und wenn wir dann wirklich dabei sind, dann wollen wir auch Meister werden. Alles andere ist vermessen. Es sind viele Mannschaften auf 3, 4 Punkte dran. Das heißt, mit einem verlorenen Spiel ist alles wieder offen. Ich kann jetzt nicht groß aussehen, dass wir Meister werden oder Meister werden wollen. Wenn wir weiter gewinnen und ordentlich trainieren, dann werden wir vorne mitspielen. Und wenn es dann darauf ankommt, dann wollen wir es dieses Mal auch unbedingt werden. Mit Austria 13 und Admira Technopol liegen 2 Teams punktegleich mit 28 Punkten auf den Plätzen 2 und 3. Für beide Teams eine tolle Hinrunde. Man startet die zweite Saisonhälfte als erster Angreifer von Stadlauer. Schöner Fußball, viele Tore. Die beiden Teams machen die Stadtliga besonders attraktiv. Zufrieden ist man auch bei Gerersdorf-Stammersdorf mit dem 4. Tabellenplatz. Also im Prinzip sind wir zufrieden, weil wir uns das Ziel gesetzt haben, 23 Punkte zu machen. Wir haben 25, aber natürlich die letzten 3 Runden, das tut halt schon sehr weh. Ja, also ich habe es zu Beginn auch gesagt, also wenn wir konstant zwischen 20 und 25 Punkte pro Halbjahr machen, ich glaube, das ist ein vernünftiges Ziel, das wir haben und das werden wir auch nächstes Jahr verfolgen. Und es geht auch um die Mannschaft weiterzuentwickeln, das ist eine junge Mannschaft und ja, an denen werden wir weiterarbeiten. Eines der Überraschungsteams der Liga ist der SC Mannswörth am 5. Tabellenplatz. Der Grund ist für die Beteiligten klar und auch Highlights gibt es einige. Wir sind eine Truppe, wir halten zusammen, wir spielen ein gutes Pressing. Wir haben eine super Herbstsaison gespielt. Ja, da wir ganz gute Saison gespielt haben, da wir einige Spiele ganz, ganz gut waren, da wir gegen sehr starke Mannschaften, so wie Stadlau oder Gerersdorf gewonnen haben, da wir gegen Elektra eine der besten Spiele von uns abgeliefert haben. Leider haben wir dort nicht gewonnen, aber wie wir uns präsentiert haben in einigen Spielen, macht mich sehr stolz. Auf Platz 6, weit hinter den eigenen Erwartungen, Ostbahn 11. Am Anfang haben wir, glaube ich, mit einem Unentschieden gegen Post angefangen. Da haben wir uns schon gedacht, ja, das ist schon was Gutes, da sind wir gut drauf. Dann haben wir die nächste Partie verloren gleich, 4-1, glaube ich. Und wir haben einfach kein Selbstvertrauen mehr gehabt. Die jungen Spieler, die zum ersten Mal gespielt haben, waren nicht so selbstbewusst und haben das einfach gebraucht, dass wir ein paar Spiele gewinnen, dass sie aus sich herauskommen. Und dann mit der Zeit hat es geklappt, wie der René dann noch dazukommen ist und ja, haben wir mehr Selbstvertrauen gehabt. Jetzt ist man zwar Sechster, aber der Punkteabstand auf Platz 1 ist noch überschaubar. Greift man noch einmal an im Frühjahr? Ja, ich glaube, mit Ostbahn 11 in der Wiener Liga muss man immer rechnen. Im Frühjahr mit 2, 3 neuen Spielern, ich glaube schon, dass wir oben dabei sein werden. Stolz ist auch SV Gersthof-Trainer Wolfgang Prochaska. Die persönlichen Highlights sind für mich natürlich der Tabellenplatz einmal in erster Linie, dass wir Siebter sind. Das haben wir uns, glaube ich, nicht viel zutraut im Raum Wien heute, sage ich mal. Von den ganzen Gegebenheiten, muss ich sagen, gefällt mir am besten die Einheit, das einheitliche Auftreten von der Mannschaft, dass sie wirklich zusammengeschweißt ist, sage ich mal, und dass wir ein sehr gutes Auftreten gehabt haben, vom taktischen her, vom körperlichen und dass die Mannschaft von den 20 Spielern, dass wir es zu einer Einheit geformt haben. Als Aufsteiger auf den 8. Tabellenplatz überwindet der ASK Elektra unter Thomas Haretter. Das Jahr 2014 an sich war sehr, sehr positiv mit dem Aufstieg. Dann auch, dass wir jetzt als 8. abgeschlossen haben, die Tabelle ist meiner Meinung nach sehr, sehr positiv. Ziel war einstelliger Tabellenplatz, das haben wir erreicht. Wir haben gute Spiele dabei gehabt, wir haben katastrophale Spiele dabei gehabt. Also ich bin der Meinung, dass die Hinrunde, so wie es war, in Ordnung ist.
Die Rückrunde wird spannend. Wer am Ende jubeln wird, Platzverweis bleibt am Ball. Wolfgang Bruhasko und Stefan Jaschke sind nicht nur Arbeits- und Trainerkollegen, sie verstehen sich auch privat sehr gut. In unserer Platzverweis.at Gesprächsreihe haben wir sie gemeinsam mit Thomas Heinrich von Anstoß Live vor die Kamera gebeten. Ja, herzlich willkommen Stefan Jaschke von Donnerfeld Fach und Wolfgang Bruhasko vom Gersthofer SV. Hallo. Ja, zwei Fußballtrainer, zwei Freunde seit vielen Jahren. Wie hat sich diese Freundschaft so intensiv entwickelt, Stefan? Ja, also wir haben uns ja natürlich durch unser Fußballleben schon vor einiger Zeit, vor glaube ich 20 Jahren kennengelernt. Ich kann mich erinnern, dass ich damals von FAC weggegangen bin. Der Wolfgang ist damals zur FAC von Donnerfeld gewechselt. Und so haben wir uns eigentlich intensiver kennengelernt. Der Kontakt ist eigentlich über die Jahre dann nicht so intensiv gewesen wie jetzt. Natürlich haben wir uns immer wieder getroffen. Und so in den letzten 7, 8, 9 Jahren haben wir wirklich intensiven Kontakt. Haben dann auch gemeinsam noch die Karriere ausklingen lassen bei zwei Vereinen, bei kleineren Vereinen. Und ja, ab dem Zeitpunkt ist eigentlich der Kontakt nie wieder abgebrochen. Wolfgang, welchen Stellenwert hat die Freundschaft für dich mit dem Stefan? Ja, sehr große natürlich, aber nicht nur mit Stefan, auch mit den Familien, muss ich sagen, auch mit seiner Lebensgefährtin, mit seinen Eltern, und das ist, glaube ich, auch mit meiner Familie so. Meine Frau versteht sich auch irrsinnig gut, und das ist, wie der Stefan richtig gesagt, ist es gewachsen, sage ich mal. Erstens durch den Fußball, aber auch durch die Interessen, die was wir so privat haben. So waren wir in Italien gemeinsam beim Eros Ramazzotti-Konzert, und das, da haben wir vier super Tage gehabt in Verona zum Beispiel, und auch in Fußballsachen, also schwassen sie sich irrsinnig zusammen. Ihr arbeitet ja beide im selben Haus. Nach einem Wochenende, wo gespielt wird, welches Thema schneidet man an beim Guten Morgen Kaffee am Montag? Natürlich kommt der Fußball nicht zu kurz, das ist ganz klar. Wir lassen ein wenig die beiden Spiele, die vergangenen Revue passieren, und ja, gibt es einiges zum Austauschen, zum Erzählen. Und ja, da haben wir immer so zwei, drei Minuten am Vormittag, die wir beim Kaffee natürlich gemeinsam verbringen. Kommen wir zum Fußball. Stefan, du bist schon viele Jahre jetzt bei Donnerfeld Fach als Spieler und jetzt auch als Trainer. Was macht diesen Verein so besonders, dass du ihm schon so lange die Treue hältst? Ja, also in erster Linie sicherlich ist es über einige oder viele Jahre, jetzt, ich glaube schon 20 Jahre, ein sehr seriös geführter Verein, wo wirklich ein wirtschaftliches Denken ganz einfach herrscht. Natürlich auch aufgrund des Hauptsponsors, die Firma Fach und dem Präsidenten Kommerzialdirektor Fach. Und wie gesagt, ich war damals ja, Spieler noch tätig, bin dann eigentlich aufgrund meiner Verletzung dann irgendwie nahtlos auch in das Trainergeschäft hineingewachsen, und ja, ist, wie gesagt, dieses familiäre, freundschaftliche und natürlich auch dieses seriöse Arbeiten dort und das in Ruhe arbeiten, das bringt es natürlich enorm bei dem Verein, und ja, es zeigt eigentlich, dass ich jetzt schon, glaube ich, das 9. Jahr in der Kampfmannschaft Trainer bin, und ja, also macht nach wie vor sehr viel Spaß. Der Stürmer, Ex-Stürmer Bulle Prohaska war ja in der in verschiedensten Ligen sehr berüchtigt. Ist das auch ein Ziel, dass du diesen Ruf als Trainer einmal haben möchtest? Na, als Trainer möchte ich den Ruf haben, dass ich einfach einen guten Job abliefere, sage ich mal. Und da bin ich, glaube ich, auf einem guten Weg. Haben wir ja schon mal in diversen Interviews gehabt, dass wir am Anfang waren wir als Trainer vielleicht ein bisschen zu ungeduldig, wo man ja unbedingt nur rauf will. Und ja, jetzt bin ich am Arbeiten wieder, um einen seriösen Job zu machen, einen guten Job abzuliefern, und schauen wir mal, momentan macht es irrsinnig viel Spaß, muss ich sagen, und wichtig ist nicht nur als Stürmer da sein, sondern als Trainer braucht man mehrere Facetten, dass die ganze Mannschaft von Abwehr, Mittelfeld, Sturm, dass das eins ins andere übergeht. Stefan, wie würdest du deinen Freund Wolfgang Prohaska als charakterlichen Typ beschreiben? Vom Sportling jetzt, ja. Ja, absolut ein akribischer Arbeiter, der enormes Fachwissen hat, ist eigentlich fast ständig oder sehr, sehr oft mit Fußball beschäftigt und da ständig bestrebt ist, sich weiter zu verbessern und weiter zu kommen. Und ja, das macht ihm, glaube ich, auch aus, und man sieht es anhand der Erfolge jetzt im Herbst, wo es eigentlich aus diesem Verein, aus dieser Mannschaft herausholt, und dieser 7. Platz ist absolut verdient und auch diese Punkteanzahl. Wie fällt dein Kommentar über den Stefan aus, charakterlich? Auch vom Sportling muss ich sagen, taugt es mir und freut es mir auf ihn, dass er bei Donnerfeld schon so lange ist, sag ich mal, weil er hat auch nicht immer nur rosige Zeiten gehabt.
Und da war, glaube ich, sehr gut auch vom Vorstand her, dass er immer das Vertrauen bekommen hat. Und man sieht aber, dass sie das ausbezahlt, sage ich mal, dieser, ja, das kontinuierliche Denken, das gefällt mir bei ihm eigentlich, dass er sehr intelligent ist, auch in die ganzen Sachen, was nicht nur speziell mit Fußball zu tun hat, auch mit diesen Randerscheinungen, auch mit den Neuverpflichtungen, die er hat, die sind sehr gut durchdacht und die haben ihm auch dazu geholfen, sage ich mal, dass sie voriges Jahr ganz souverän und absolut verdient Meister geworden sind, weil er sich da auch sehr akribisch, sage ich mal, mit den Neuverpflichtungen auseinandergesetzt hat, die was nicht nur sportlich, die was auch charakterlich super in seine Mannschaft reinpasst haben. Und das zeichnet ihm aus als Trainer und man sieht es jetzt in der Regionalliga, wo viele glaubt haben, dass Donnerfeld ein Kanonenfutter wird, muss ich sagen, etablieren sie sich recht gut und geben eine sehr, sehr gute Figur ab in der Regionalliga. Ihr seid beide Spieler gewesen, die polarisiert haben. Jetzt in eurer Trainerkarriere polarisiert ihr auch. Findet ihr das positiv oder macht man sich dadurch auch nicht unbedingt immer Freunde? Ja, dass man nicht mit jedem Freund sein kann, das ist, glaube ich, ganz klar im Fußballgeschäft. Wenn man polarisiert, so wie du sagst, muss es nicht unbedingt negativ sein, sondern es ist ganz gut, wenn man auffällig ist, wenn man gute Leistungen bringt und wenn man vielleicht auch in den Medien präsent ist. Und ja, ich finde da nichts dabei. Wolfgang, deine Meinung dazu? Ja, meine Meinung so, ich habe als Spieler schon gelebt damit, sage ich mal. Und je älter man wird und je reifer man wird, umso besser kann man mit den Ganzen umgehen, sage ich mal. Weil diese berühmten Schulterklopfer, die kenne ich ja schon meine ganze Karriere. Und mir ist eigentlich enorm wichtig, eben auf einen guten Austauschstand mit Freunden, wo der Stefan eben dazugehört, sage ich mal. Und in der Fußballszene, in der sogenannten, gibt es sehr viele zwielichtige Gestalten. Und da ist mir die Meinung nicht so wichtig, sage ich mal. Mir ist wichtig, wenn man mit meinen Spielern sich unterhält, was die Spieler sagen, wie der Trainer Prohaska arbeitet, wie er charakterlich ist, ob er seine ganzen Versprechungen, ob er die einhaltet und ob er den Einzelnen verbessert und entwickelt. Und das ist mir enorm wichtig, innerhalb des Vereins mehr auftreten. Und wenn einer nicht damit kann, dann ist mir das eigentlich schnurzegal. Glaubt ihr, dass es irgendwann das Duell in der Regionalliga aus zwischen euch beiden geben wird als Trainer? Ja, na, hoffentlich. Also wir mit Donnerfeld hoffen natürlich, dass wir in dieser Liga verbleiben. Ja, das wird ein sehr schweres Unterfangen. Wir wollen uns natürlich auch nachhaltig in dieser Liga halten. Es soll nicht immer so sein, dass wir gegen einen Abstieg spielen, sondern dass man schaut, dass man sich in der Liga weiter nach oben arbeitet und ständig da vertreten ist. Und ich hoffe natürlich, dass der Wolf ja in Zukunft dann einen Verein hat, wo er ganz einfach auch sein Potenzial hundertprozentig ausschöpfen kann. Ich glaube, er leistet wirklich ganz tolle Arbeit und ein Verein in der Ostliga könnte sich glücklich schätzen, so einen Trainer in seinem Verein zu haben. Und er ist auf einem sehr guten Weg, dass er dort wieder hinkommt. Meine Herren, ich bedanke mich, wünsche euch beiden noch schöne Weihnachten, einen guten Rutsch ins neue Jahr und natürlich auch für den Dussiger Hallencup alles Gute. Dankeschön. Danke, ebenfalls. Das war's auch schon wieder mit der heutigen Ausgabe vom Platzverweis. Seid das nächste Mal auch wieder dabei. Das ist ein Wahnsinn.